Und damit hallo hier bei Life is Strange. Hey, na? Ihr wundert euch vielleicht jetzt, was macht sie denn da? Und ich dachte mir, heute an so einem wunderbaren Tag der Liebe kann man nochmal etwas zelebrieren, nämlich die Liebe zu einem Computerspiel. Und das ist bei mir wahrscheinlich, ja, ich habe da so einige Computerspiele, die ich da sehr favorisiere. Und Life is Strange gehört wahrscheinlich zu einer der oberen Kategorien, die ich vom Herzen wirklich liebe. Ich liebe dieses Spiel und ich dachte mir, so jetzt nach den ganzen Geschehnissen und Sachen, dass, ne, dass bevor The Storm rausgekommen ist und wir dann im März, am 6. März, um genau zu sein, noch die allerletzte Bonus-Episode sozusagen spielen können, wo wir die kleine Max und die, also wir spielen, glaube ich, die kleine Max und halt sozusagen die Kindheit, die wir so ein bisschen mit Chloe verbracht haben, erleben können. Und ich dachte mir, warum nicht mal einfach mal in die erste Episode von Life is Strange reinschauen? Weil das ist halt wirklich, ich glaube, das ist ganz interessant. Ich glaube wirklich, dass irgendjemand hatte das sogar geschrieben. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das Fluffy? Und jemand meinte sogar noch so, jetzt musst du nochmal replayen. Und ich will jetzt kein direktes Replay machen an sich. Ich will eigentlich, ja, ich werde es, glaube ich, ein bisschen so zusammenschnippeln. Ich werde jetzt so ein bisschen hier vor mich hinspielen und was dazu sagen und das dann sozusagen zusammenschnippeln. Und ich war, es wird sich, einiges hat sich verändert. Es hat sich zum Beispiel verändert, dass ich jetzt mittlerweile eine Brille trage, weil ich sonst Kopfschmerzen bekomme. Jetzt bekomme ich nur noch Kopfschmerzen davon, dass die Kopfhörer zu sehr auf die Brille drücken. So ändert man seine Prioritäten. Und was hat sich noch verändert? Mein Wohnort hat sich verändert seit Life is Strange. Wir haben tatsächlich, ich musste mal nachgucken. Ich habe direkt am 30.01.2015 kam Life is Strange raus und habe ich das auch gekauft direkt und habe das auch, man mag es kaum glauben, direkt aufgenommen. Und was ist denn fortgeschritten? Und wir haben es damals auf Englisch gespielt. Achso. Oh, ja. Wird schon alles stimmen. Sprach- und Untertiteleinstellung. So ist das damals nicht so wirklich. Textsprache, was ist denn Standard? Untertitel, ja. Größe der Untertitel, normal. Untertitel mit Hintergrund, nein. Das hatten wir damals nicht. Das war damals tatsächlich meine erste Erfahrung damit, Sachen on the flow zu übersetzen. Gerade die Tagebücher waren nicht einfach. Es war wirklich oft nicht einfach. Und ich bin immer noch erstaunt, dass sich Leute das anschauen, gerade den ersten Part. Weil das, ich da eigentlich nur die Tagebücher gelesen habe, aber okay, es haben sich dann doch ein paar mehr Leute angeschaut und anscheinend war es ja gar nicht so schlimm, dass ich das gemacht habe. Für mich hat es immer dazugehört. Was hat sich noch verändert? Ja, ich trage eine Brille, ich bin fast 3 Jahre älter, ich werde erst im März dann 3 Jahre älter sozusagen und das letzte Mal, dass wir Life is Strange gespielt haben, war am 22.10.2015. Das war ein sehr trauriger Tag, weil das Spiel zu Ende ging und ich eine Entscheidung getroffen habe, die nicht eingefallen hat. Ich glaube, ich fand meine Entscheidung nicht gut. Ich muss sagen, so jetzt nach Before the Storm und ja, da muss ich sagen, ich mag meine Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne dieses, was alle immer als das Your Life is Strange Ende, ich verstehe, dass ihr das so benennt, das ist vollkommen okay. Ich kenne dieses Ende nicht. Ich kenne es einfach nicht, ich habe es mir nie angeschaut, weil für mich existiert Chloe halt noch, ne? Ich habe halt alles geopfert, was hier gerade zu sehen ist und habe halt Chloe nicht geopfert. Ich kenne das andere Ende nicht. Ich weiß nur von dem Chris, dass seine Beerdigung stattfindet für Chloe und irgendwie der Schmetterling da ist. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Genau, und ich werde jetzt einfach, wir könnten sogar, also sollte das irgendwie, wie gesagt, ich mache das heute, weil heute ist ja Valentinstag und ich finde, das ist für mich persönlich ist das ein Tag wie jeder andere, aber ich verbreite ein bisschen Liebe, indem ich einer meiner Liebsten Videospiele sozusagen spiele und wahrscheinlich einer meiner, ich muss ehrlich sagen, also Chloe, ne, Chloe ist schon mein Mädchen, ne, also also wenn es so Charaktere gibt, die ich vergöttere, das ist Chloe tatsächlich mit, die steht wirklich sehr, sehr weit oben auf der Liste und ja, deswegen, ich werde einfach ein bisschen zusammenschnippeln, so dass das nicht ganz so lang gezogen irgendwie ist. Ich werde nicht die komplette Episode sozusagen jetzt spielen und das zeigen, sondern ich guck mal, was ich so finde, was ganz toll sein kann und ja, ne, dann fange ich einfach mal irgendwie an. Wie gesagt, also sollte irgendein Bedarf bestehen, wir können einfach hier in diese Episoden rein. Oh Gott, guck dich das mal an, ne? Um Gottes Willen, lasst bloß spielen, ich möchte spielen. Gott!
Das ist so seltsam. Das ist so merkwürdig. Ich muss spielen. Wow. Ja, Life is Strange ist ein Spiel, in dem die Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Oh ja, bitte wähle weise. Wow. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Intro ging. So, genau. Ach du Heilige. Das ist das Ende eigentlich, ne? Wow, ist das Spiel laut auf meinen Ohren. Stimmt. Stimmt. Max, hey. Hallo. Where am I? What's happening? Ja. God, I'm trapped in a storm. How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Leo, please let me make it there. Oh, stimmt ja. Oh mein Gott, ja. Oh, guck mal. Hey, Max. Hallo. Hallo, hallo. Guckt euch, meine Güte. Oh Gott, ich bin gerade... Lighthouse. Ich weiß schon... Ich weiß irgendwie gar nichts mehr so richtig vom Anfang. Das ist der verdammte Sturm. Der Sturm vom Ende. Der Butterfly-Effekt. Holy shit. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, Kate. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel- Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? That's kind of crap, Max. I can hear the class laughing at me now. Yeah, it's crap. Man fühlt sich von den Augen diese. Ach so, das ist im Hintergrund, ne? Die reden ja die ganze Zeit immer. That's kind of crap, Max. I feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Oh God, stimmt. Oh God. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I haven't kept up with my journal as much as I should. And capture you in a moment of desperation. If anybody else looked at this, what would they think? Tja, was würden sie denken, wenn sie das lesen würden? Das ist... Wow, guck... Wow, wow, wow. Nein. If anybody else looked at this... What would they think? Okay, das ist... Oh Gott. Das natürlich... Stimmt, Max, ne? Max ist ja dann nach Seattle gegangen und hat ja Chloe alleine gelassen. Oder besser gesagt, sich nicht mehr gemeldet. Und es ist, soweit ich sehe, von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool. Nah an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Okay. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünsche, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist für sie wie für sie gemacht. Wann immer wir Piraten spielten, war Seattle diese ferne, sagenumwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nachdem wir suchten, mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen, ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson. So, es ist ein Traum. Okay, steht noch nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir
könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Das ist also die Chloe gemacht hat, mein Lieber. Oder mit einem süßen Austauschschüler aus Paris oder Rom ausgehen. Bestimmt, Max, das ist genau deins. Self-Portraits. Ich kann ihn nicht angucken, ne? Der Typ, ne? Wow, hat mir das jemals durchgelesen? Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe auf meine ewig beste Freundin. Bis ich wegzog und mich für 5 Jahre meldete zurück. Und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt... Sie ließ Chloe ihre ewig beste Freundin. Tja. Tja, Mensch, Max. Ich würde ja sagen, schäm dich, aber ich weiß, wie das ist, wenn man nicht der Typ ist fürs Melden. Hallo, hier sitzt jemand, der sich auch nicht gut melden kann. Wie man ihn nicht mehr angucken kann, ne? Es ist halt auch Kate. Ach, Kate. Und Victoria. Ach, du bist wirklich das Miststück vorm Herrn. Wenn du wahrscheinlich noch im Gegensatz zu dem Typen da oben. Cornelius. Also ein normales Mädel bist, was Miststück ist. Oh, das Poster. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. She's so fucking shy. Oh, das fand ich damals super, super beeindruckend, weil du, ne, weil wir jetzt ja loslaufen können und man wirklich das Gefühl hat, dass man hier langläuft und sich alles anschaut mit der Musik im Ohr die ganze Zeit. Das ist super, super weird. Rachel. These missing persons posters are popping up everywhere. Girls, it's sad to imagine a world. Okay, hey, Bay, seit dem 22. April 19. Girls, I'd like to 19, ja. Part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Die stehen sie alle rum. Dana, mit dem größten Ausschnitt der Welt. Das ist ein Ding hier, ne? Das war halt dieses Ding, diese... hallo. Diese Rachel Emma Poster und diese gegen Hänseln Poster, weil das hier halt Thema ist. Oh ja, macht ihr mal. Ach, Rachel. It looks like she's been gone for months. Ja. Oh, es ist hart, ey. Gott, oh Gott. Wie man. Ich weiß noch genau, wie wir hier damals lang gegangen sind. Und man einfach dachte, das sind halt, also wirklich, das, dieses Gefühl war einfach nur, ja, es sind halt Poster, die hier rumhängen, so, ne? Wird halt jemand vermisst, so. Okay. Und jetzt bricht es mir sehr, dieses Poster anzuschauen. Ich habe das tatsächlich in meinem Schlafzimmer. Dieses Poster. Also, ne, in so einem Bilderrahmen. Und habe diesen Ohrring, den Rage hat, so rangehangen. Was ist das denn nochmal? That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. Stimmt, das war viel mit Umweltverschmutzen. Oh Mann, ey. I wonder what actually happened. Nee. Ja, mach mal, du wirst raus von Max, leider. Tut mir so leid.
Und mir damals ewig gebraucht durchzukommen, weil ich halt wirklich mit jedem geredet habe. Hallo, woher? Hey, Samuel. Hey. Hi. God, Samuel is such a weirdo. But I kind of like that about him. Absolut. Rachel. Das ist doch böse, ey. I wonder what actually happened to her. Das Schlimmste, was dir mal passieren könnte, Max, das Schlimmste. Rachel Amber. She's so pretty. I hate these posters. It's so sad. Ja. 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 Max, ja. 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 Das ja. Komm, ich geh mal auf Toilette. These missing persons posters are popping up everywhere. Ach, Chloe, meinst halt ernst. Kacke mal auf Chloe. Was man hätte so übersehen kann, ne? Man kann ja wirklich so durchlaufen. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Ich frag mich, wie sie diese Bart sauber bekommen haben, nachdem Chloe hier drin war. Ganz ehrlich. Guck mal da hin. Wow. Oh, Rachel Amber's a bitch. Now, who would bother to write that crap? Oh, that's a good question. That's a good question. Juliet and Zachary love forever. Hier kann man so ein. Das ist hier. Hatte ich das damals gemacht? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Dass, wenn man den Winkel. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Hier. Ich habe gerade Chloe hier gelesen, aber ich glaube. Tamponspender, Vortex Club, or Jerks, was sagt. I'm good to flow. Thanks. Das. Was? Okay. Oh, was? Übrigens, nur nochmal, ich möchte nochmal sagen. Spiegel. Ich liebe das in dem Spiel, dass man sich spiegelt. Ich liebe das. K-Trucks for God. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. I hate Victoria Chase. Ist der Feueralarm? Lass es laufen, Max. Lass es laufen. Können wir davon. Nee, ging nicht, ne? Okay, wir schmeißen uns mal. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Schmetterling. Ich liebe dieses blaue Schmetterling. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? Chloe. I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch!
I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ach, Chloe. Whoa. What the fuck? Good morning. How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. Das arme Mädchen. So krass, sie wissen nicht, das ist Chloe. Das ist so krass. And then I was back here. All the way. Can I actually reverse time? Oh ja, Max, das kannst du. Oh Gott, ich weiß, wie die Funktion mir manchmal so den Streich gespielt hat. Weil ich manchmal vergessen habe, dass wir die Zeit zurückdrehen können, tatsächlich. I did it. Who the fuck I am or who you're messing around with? Where'd you get that? What are you doing? Don't come on, put that thing down. Tell me what to do. Wow, sorry. I need a hammer to break it open. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No. Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me. Your punk ass would. Okay. Whoa. Don't ever tell me what to do. Na. I'm so sick. Selber nur so. Wah. Stimmt, man musste. Oh, ich hab den Hammer schon. Ach ja, so geht's natürlich auch. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. Oh, come on. I had to use the bathroom. David. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Alter, David. Or are you hiding something? David, huh? Unser Liebchen. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Okay, David, okay. Du bist immer noch so seltsam wie immer. Tschüss, ich will mit dir nicht reden. Ich muss wirklich sagen, Life is Strange und auch Life is Strange Before the Storm haben so wunderschöne Soundtracks, die mir aber unglaublich schwer fallen, sie zu hören tatsächlich, weil Life is Strange so emotional ist, die ganze Sache, dass ein schwerfällt, also mir fällt es überaus schwer, bestimmte Lieder zu hören. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Oh, guck mal. Ah, hallo. Hey. Oh, hey, kleines Eichhörnchen. Ah, so süß. Oh Gott, es geht nicht mal weg. Oh Gott, traumhaft, ich will's haben. Max, fass es an. Fass es an. Streichel es. Ja. Sagen die Leute, ich versuche jetzt mal alle, ich guck mal, ob die Leute irgendwas über Rachel sagen. Oh, stimmt, bei der Petition kann man ja antworten, das hätte Rachel helfen können. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source.
Habe ich gerade tatsächlich intuitiv. Ich wollte einfach nur eine Antwort machen, die ich... Was? Wow, okay. Komm, erzähl mir mal über Rachel. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Also ich kann mich erinnern, hallo Eichhörnchen, ich kann mich daran erinnern, dass man wirklich nicht gut über Rachel, glaube ich, geredet hat. Ne? Die Einzige, die irgendwie über gut über Rachel geredet hat, war Chloe. Wo ist die Drohne? Da ist die Drohne. Oh, stimmt, die war da dieses ganze Auto, meine Güte. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Okay. Hayden. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Wow, so viele Rachel machte Victoria. Zu Rachel war im Vortex Club. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Oh. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel. Even if she didn't act like... Hallo, hallo. Oh, hallo Vogel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, sind die süß. Eigentlich war hier das Schild, ne? Was Chloe übermalt hat. Ew, gross. At least switch to E6. Oh, ist auch nicht besser. Oh, that's not nice. Stimmt! Als ich Life is Strange gespielt habe, damals habe ich doch geraucht. Ich rauche nicht mehr. Ich rauche seit über 2 Jahren nicht mehr. Tatsächlich. Tatsächlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der Ari, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, seit meinem Amerika-Urlaub stehe ich so unglaublich auf Wohnwagen. Das ist der absolute Hammer. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Eat shit in small kibbies. Cars is death. Hm. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Hat die nur Chloe verteilt oder war das auch Frank? Ich weiß es gar nicht. Hier, 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 hier. Das ist Chloes Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja Chloes Auto. Da steht der Twin Peaks. Oh Gott. Ach, Chloe. Ach, Chloe. Oh Gott, guckt mal, das haben wir da alles reingepackt. Leider ist da nichts dran gemalt, das wäre viel zu witzig. Da, die Wackelfigur und so. Und da oben haben wir eigentlich ein Licht und überhaupt und... Wow. 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 Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Habe ich das Auto beim ersten Mal überhaupt durchspielen irgendwie beachtet? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Now this really pisses me off. So entitled. Sorry, handicapped folks. My truck needs these 2 spots more than you do. Bastard. Noch Chloe. Aber ja, Max hat ja leider recht. Bad Church. Ich mag ja die Kennzeichen, ne, bei Life is Strange. 6 Feet Under. Bridge Church. Was könnte das denn für eine Serie sein? Was ist denn da? Ich glaube, das sind das Serien. Quantum Pill. Puh. Breaking Bad. Oh mein Gott! Das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir verdammt noch... Wie witzig ist das? Wie witzig ist das? Dass dieser RV, der wirklich aussieht... Also, es gibt
viele RVs, aber nicht viele, die aussehen wie ein Messmobil. Tatsächlich wie ein Breaking Bad. I have to go find Warren and give him back his flash drive. Da steht Breaking Bad. Oh, wow. Oh, könnt ihr mir helfen? Was? Das ist Six Feet Under, ne? Was ist das? Bad Teacher? Gibt's Bad Shirt? Puh. Was ist das? Was ist das? Oh, ich weiß es nicht. Ich kenne ein paar Serien, aber auch nicht so viel. Was haben wir denn hier? The Practice? Ist das eine Serie? All Around steht da. Da lag Pompidou. Habt das gesehen? Ich gehe gleich zu Pompidou. The Springs? Oh Gott, ja, wir müssen das rauszeichnen. It's not a dirty window unless somebody writes clean me on it. Tatsächlich muss ich erzählen, ich bin letztens vorne die Straße lang gelaufen und da fährt auch immer ein Bus lang und als der Bus losgefahren ist, mir aufgefallen, dass hinten an der Busscheibe auch ein Smiley dran gemalt wurde und es stand tatsächlich darunter dreckig. Und ich stand da und musste so lächeln und da ich, also kurzzeitig dachte ich, ich bin gerade im falschen Film sozusagen oder im falschen Spiel. Ich musste so lächeln, also wirklich. Das war wirklich, also eigentlich hätte ich ein Foto machen müssen, aber ja, er ist ja nun, also der Bus ist in dem Moment halt losgefahren und das ging leider nicht. Pompidou! Hey, Pompidou. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close... Cujo. Ist das nicht ein Film? Hundefilm? Cujo? Da steht hier Breaking Bad dran. Habe ich das? Also sollte ich das beim ersten Mal spielen gesehen, sollte ich das... Das sieht aus wie von... Das ist ja auch wie von Game of Thrones. Dann habe ich... Es tut mir wirklich leid, da steht tatsächlich Breaking Bad dran. Warren, bleib mal... Du bleibst da, wo du bist, ne? Ist das okay? Twilight Zone. Was? Tarn? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Tartmoor. Da sitzt Juliette und ist traurig. Parks and Recreation. So ein Scheiß erkenne ich, aber den dahinter kenne ich nicht. Was ist denn da los? The War. Das sieht übrigens aus wie das Auto von Jesse Pinkman aus Breaking Bad. Übrigens so eine kleine, das ist für amerikanische Verhältnisse ein sehr, sehr kleines Auto. Also diese Autos hier, diese Pickup-Trucks und so, das sind ganz normale Autos, gerade außerhalb der Städte. Da fahren die nur sowas. Und das ist eigentlich für amerikanische Verhältnisse viel zu kleines Auto. Was haben wir hier noch? Schilderrad mit Annika. Quinn. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wow, und bleibt da stehen. Ich bin hier. Da ist ein Flugblatt. Was stand da auf dem Flugblatt? A new surveillance system. Okay, stimmt. That's how it starts. Hey, Rachel. Das steht wirklich. Ich bin begeistert, dass da Breaking Bad dran steht. Wirklich. Come on over here. Please. Nein. The X-Files. The X-Files. Das ist Akt X. Hat der kein Nummernschild? Hallo. Hallo, Eichhörnchen. Ja, hallo. Max, get your ass over here. Ja, Warren, ist okay. Gott, wie witzig. Also, wenn euch die anderen... Es wäre total lieb, wenn da jemand die Ambition zu hat, dann schreibt es hin. Ich kenne wahrscheinlich nicht alle. Und wahrscheinlich... Vielleicht haben viele auch nicht gestimmt, aber es ist halt sehr witzig. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! No, Chloe. Max? Chloe? No way. You again. Warren! Oh, bro, I got this! Oh. Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody! No.
Hi, Mr. Wackelkopf. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Das ist so seltsam. Und es ist hinten drauf was dran gemalt, das war noch nicht. Habt ihr oben das Meme gesehen? Das Lololololo-Meme an dem Spiegel. Das ist so seltsam, ne? Das ist so seltsam zu wissen, wie Chloe die ganze Zeit von Max redet in dem Tagebuch und allem, so dieses nicht gemeldet und... Wisst ihr, dann steht die halt auf einmal vor einem, ne? Und ich weiß noch, wie ich damals dann so dachte, so, was, das ist Chloe, das soll Chloe sein, weil wenn man dies erstmal im Bad sieht, dann weiß man ja nicht, dass das Chloe ist, verdammt. Und Chloe hat ihre blauen Haare. Ach Mensch, Chloe. Will ich nicht auf Männer stehen und wärst du nicht unecht, wir beide. Was war jetzt gerade, wie war denn die Frage? Keine Ahnung. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah. Must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. No. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. So eine schöne Szene. Ich mag diese Szene. Cereal? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Und so haben wir das erste Mal Chloe kennengelernt. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Da, Chloes Zimmer. Ich liebe es. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out.
This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Hi, Chloe, ne? Oh Mann, ey. Mittlerweile besitze ich Chloes Shirt. Habe ich mir in Amerika gekauft. Und die Verkäuferin hat mir dann sofort ihre Chloe-Cosplay-Bilder gezeigt. Super witzig. Super witzig einfach nur. Life is Strange verbindet die Menschen. Und diese... Ist es... Das ist Rachel. Jetzt nimmt sie uns gleich aus der Hand, ne? Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. No. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ja, wahrscheinlich hat Rachel wirklich Chloe. Ja, irgendwie das Leben gerettet, hä? I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Oh man, nach den ganzen Sachen müsste es Chloe eigentlich besser wissen, ne? Dass Rachel bestimmt nicht ohne sie Arcadia verlassen würde, aber... Nun gut. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Oh, das ist so traurig, ne? Das ist so traurig. Juhu, Chloe, ey. Egal, was passiert, Chloe. Ich werde dich nie sacrificen. Nie. Entschuldigt. Ah, ja. Angus und Julia Stone. Das sind diese beiden Geschwister. Mit Santa Monica. Ach, Chloe. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. This postcard is from Rachel Amber. Oh God, miss you. Wish you were here, Rach. Ich muss auch sagen, dass Life is Strange das traurigste Spiel ist, was ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe schon sehr, sehr viele Spiele gespielt in meinem Leben. Und Life is Strange ist so unglaublich traurig. Und das, ich glaube, ich kann das Spiel nur deswegen irgendwie ertragen, weil ich Chloe nicht geopfert habe. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Spiel ertragen kann. Ich glaube, ich könnte es nicht anders. Das weiß ich nicht. Ich könnte es nicht anders. Das ist ganz merkwürdig. Das ist halbe Wissenschaft eigentlich, dieses Spiel. We had such a blast drawing these together. Chloe and Max. Tatsächlich.
2007. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. Well, and I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Wow, you got me. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that phony white ass. Or take my picture with your new camera. Wahrscheinlich das erste Mal seit Wochen, dass Chloe so ist, oder? Ich frage mich tatsächlich grundsätzlich die Leute, die Chloe cosplayen, wie sie verdammt nochmal dieses Tattoo hinbekommen auf ihren Armen. Also, die haben auch alle immer dieses Tattoo drauf, das sieht immer so verdammt gut aus. Sitzt mal vor den Bildern, denkt mir, ja klar. Warum nicht? Wie geht das denn? Birds are so lucky, they can always escape. Oh Gott. Wie sie da sitzt. Das ist mir am Ende der fünften Episode nicht mehr eingefallen, dass wir das hier sozusagen, ja, hier beginnt es und hier endet es. In welcher Form auch immer. I won't always be there to save you. Yeah. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Oh, mein Herz. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Nicht erinnern. Hey, oh. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Hey. Naja, ich komme. I've never seen a storm like this in Oregon. Komm her schon. Ich hab sie gerettet. Sei stolz auf mich. Oh mein Lord! The tornado is back! Wow. Hier weg, ne? Ich muss hier...
7? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years, which is so. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Not a sleet. Tja, Life is Strange, Episode 2. Kennt ihr diese seltsamen Fragen, die einen so in den Social Media Sachen immer im Rund führen, wie welches Spiel würdest du, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest oder so tun könntest, ob du es nicht kennst, nochmal spielen? Und da gehört tatsächlich auch irgendwie bei mir Life is Strange tatsächlich dazu. Es ist unglaublich seltsam. Ich muss sagen, könnt ihr euch noch an das Video erinnern, was ich mit dem Chris zusammen gemacht habe, so dieses Zusammenfassen-Video? Und da hat doch der Chris erklärt, dass er zum Beispiel findet, dass Chloe, so wie ich das gemacht habe, sie nicht zu opfern, dass das so wirkte wie, ja, so halb rangeklatscht und weil dann nochmal der Song kam, diese Obstacle-Songs. Aber, also ich habe die, ne, also das war ja den Chris seine Meinung, das ist vollkommen okay, aber für mich wirkte das damals schon überhaupt nicht geklatscht. Also nicht so, oh Gott, wir bräuchten mal noch ein anderes Ende, machen wir das mal so. Wenn man das jetzt ja nochmal so sieht, dass jetzt hier am Ende, wie sie da beide so stehen, wie sie halt doch am Ende der 5. Episode dort stehen und dann kommt halt dieser Song, wirkt das eigentlich nochmal, also ich mag meine Hände wirklich. Und dass halt da das Reh steht und Rachel, ich hab Chloe wenigstens gerettet. Ich kann dich nicht retten, aber hey, ich hab Chloe gerettet. Oh Mann, es ist so seltsam. Es ist so, so seltsam. Und es,
Oh, so ein bisschen muss ich sagen, tut das im Herzen weh, dass man weiß, dass Life is Strange 2 ja nicht mehr diese Themen hier behandeln wird. Aber andererseits muss ich auch sagen, das ist vollkommen okay so, das ist absolut okay. Das war eine der wunderschönsten Geschichten, die ich in meinem Leben so gespielt habe. Und auch mit Before the Storm und ja, das ist halt eine wunderschöne gemachte Vorgeschichte. Wirklich super. Aber es ist halt sehr witzig, nochmal sozusagen den Anfang zu spielen, wenn man den Anfang kennt und Rachel kennt. Ach Gott, ey. Uiuiui, das aber es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich bin wirklich sehr gespannt, was man dann noch in dieser kleinen letzten Episode erleben würde. Nochmal so, ja. Es ist halt vielleicht ganz, ganz schön, jetzt hier nochmal zu sehen, wie sich Chloe und Max nach 5 Jahren getroffen haben und wie es halt eigentlich, ja, wie sie eigentlich beide so waren miteinander mit ihrer Freundschaft. Ach ja, Life is Strange, ne? Du kriegst das größte Herz, was man haben kann von mir heute und für immer. Ach, Life is Strange. Ich bin sehr gespannt, was Life is Strange 2 werden wird. Ich habe nicht oft ein gutes Gefühl bei Fortsetzung oder halt bei Spielen, wo eine 2 dran steht, aber ich sag jetzt einfach mal, es wird bestimmt der Knaller. Ich glaube, es wird der Knaller. Ich glaube, es wird uns alle wegfegen. Hoffentlich. Das wäre so schön. Oh Mann, ich hoffe, euch hat hier mein kleines Valentinstag-Special gefallen. Ich wollte nur noch mal sozusagen meine Liebe zu dem Spiel ausdrücken. Darum geht's doch am Valentinstag, oder? Und jemand oder etwas meine Liebe auszudrücken. Beim Rechner drücke ich jeden Tag meine Liebe aus, also war heute mal Life is Strange dran. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bei der aller letzten Episode von Before the Storm, der Bonus-Episode, wieder. Und vielleicht irgendwann, vielleicht kommt ja bei der E3 ein Trailer für Life is Strange 2. Ich glaube, dann muss ich ausflippen. Ich bin schon mal Before the Storm ausgeflippt. Ich habe hier die halbe Nachbarschaft zusammengebrüllt, glaube ich. Ja, das wäre cool. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich glaube, das würde sogar die Sache toppen, wenn in Elder Scrolls 6 angekündigt würde. Wir gucken mal. Ich hoffe, euch hat das ein klein wenig gefallen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das zusammenschneide. Das ist sehr seltsam. Ja, nochmal vielen, vielen Dank an euch allen, die da draußen Life is Strange bei mir geschaut haben. Und das ist tatsächlich noch ein Projekt, wo immer noch Leute gucken und kommentieren. Das ist so seltsam. Das Spiel ist so seltsam. Das Spiel ist sehr strange, ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis bei einem anderen Projektspiel, was auch immer. Bis dann. Tschüss.